Hallo Freunde, eine neue weitere Folge von meinem alten Format Snapshot Joe. Wird mal wieder Zeit, mal wieder was hochzuladen mit meinem Liebling hier. Patriot, mein bester Premium im Stall. Die beste Bank, die beste Kohlemaschine. So, wir waren im Zug unterwegs mit Erik und mit Martin. Ja, El Aluf und nur ein Klicker, ne? Ja, genau, ein Klicker war es. Gegen Neuner. Hat richtig Kohle gemacht. Gebracht. Es war ein Panzerass. Aber seht selber. Warte mal, ich mach's ein bisschen. So. Erstmal mit Erik Hallo gesagt. Mein Freund, leg dich. Snapshot Joe is in the house. Aber Erik stand da cool drüber. Normalerweise drückt er mir einen zurück. Aber er war konzentriert. Das ist unser Bruder Martin. Ach, da habe ich kurz eine WhatsApp geschrieben. Ihr seht, das ist Pro-Play. Das ist, ja, bestes Gameplay. Ja, auch WhatsApp muss auch ab und zu sein, ne? Ich habe noch schon zu Martin gesagt, Scherz, aber warte mal, ich schreibe kurz eine WhatsApp, dann mache ich einen Panzerass. Und scheiße, es war ein Panzerass, man glaubt es kaum. Das ist so geil. Ja, das war eine lange WhatsApp. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Ich habe am Anfang gesagt, ey, ich mache jetzt noch gleich einen Panzer, also ich muss eine WhatsApp schreiben. Scheiße. Egal. Oh, jetzt war ich fertig, glaube ich. Oder? Na komm jetzt. Ich mach ein bisschen schneller. Sorry, Leute. Jetzt. Ja, in der heutigen Multimedia-Zeit ist man halt immer erreichbar. Das ist das Problem. Man muss auch ab und zu mal. Früher war es SMS, das werden viele von euch gar nicht mehr kennen. Aber heutzutage ist es WhatsApp. Ne? Okay, jetzt starten wir mal. Snapshot Joe ist bereit. Ja, doch mal ein bisschen langweilig. Ich gehe mal raus. Wenn mir langweilig ist beim Fahren, zoome ich immer rum. Ah. Ich muss sagen, dieser T28 von Martin, ist eine richtig geile Kiste. Ne? Von vorne kann ich da so leicht nichts penetrieren. Gegen 8er und 9er, die haben da echt Schwierigkeiten. Ne? Ich habe gesehen, dass so eine Knirbe ein Action X da oben ist. Ich dachte, komm, hast einen guten Turm, fährst du hoch. Ich muss dazu sagen, ich habe auf dem Patriot, bin ich beim 6. Perk. Oder ich habe schon 6? Also ich habe alles, fast eigentlich ziemlich alles. Also die Besatzung ist die beste Besatzung, die ich in der Garage habe. Also ich habe keine bessere. Und das sieht man auch, die Schüsse sitzen bei ihm. Aber wie gesagt, ist auch Snapshot Joe. Ne? Also und dann auch eine gute Besatzung. Bei einer Art, die kannst du unter Umständen hier links fahren. Ich hab gedacht, komm, schaust du mal, was da so guckt. Und der Martin da in seinem T28 hier, der hat den ganzen, okay, er hat den Support von hinten, aber er hat hier gut durchgehalten, muss ich sagen. Der T28 ist echt ein interessanter TD. Ja, da sieht man mal, ey, wow. Wieder ein Snapshot. Jagt den nächsten hier. Zack. Ja, geile Crew. Geiler Panzer. Bam. Es war echt lustig. Ich habe ja gestern schon vom Conqueror, genau. Ein bisschen nur mit Musik, glaube ich. Bam, der nächste. Replay hochgeladen. Das war Panzerass. Jetzt kommt das Witzige. Das Panzerass vom Conk war direkt vor dem hier. Das ist mir noch nie gelungen. Also ich habe zwei Panzerasse hintereinander gemacht. Das erste auf dem Kong und jetzt auf dem Patriot. In Folge. Danach habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Ich habe gesagt, ich will meine Serie nicht versauen. Schauen wir mal. Martin hält immer noch stand. Das war richtig gut hier, was er da gemacht hat. So konnten wir hier schön arbeiten. Und ein Snapshot jagt den nächsten.
Naja, gut, bei 6 Perks. Ja, den habe ich verhauen. Man soll es nicht übertreiben. Wichtig an so einer Kuppe, immer mal wieder ranzoomen, damit man ungefähr weiß, wo die eigene Wanne ist. Also wenn du hochfährst und du siehst zu viel vom Boden, bam! Boah, das war so geil. Hast ein Problem. Also immer mal ranzoomen, schauen, okay, die Wanne ist relativ tief, hier kann ich noch ein Stück hochfahren. Kannst du immer gucken. Dann wollte ich den unbedingt haben hier. Zack! Oh Mann. Irgendwie war ich total eskaliert gestern. Aber es hat schon geil. Also dieses Gerät ist auch... Da hast du manchmal Runden, da triffst du jeden Scheißschuss. Also. Und auch die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Es liegt doch an der Besatzung. Ich habe irgendwie 6 Skills drauf. Also besser geht's nicht. Bin, glaube ich, früher bin ich den T14 gefahren. Na, kriegen wir noch ein Schüsschen drauf? Ne. Das war mein erster Premium. Ne? Na, ne. Da habe ich, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Gefechte drauf auf dem T14. Und habe die Crew von dem hier drauf gesetzt damals. Vor 3 Jahren circa war es. 3-4 Jahren. Und jetzt, eben drum ist die so gut hier. Das war eine der ersten Crews, die ich so gegrindet. Oder die ich so hatte. Hier ISM, keine Eier, nix da, weg da. ISM, tschüss. Was soll das? Hier, wir haben nicht mehr viel Gegner. Normalerweise, wenn du hier runterfährst, kassierst du übelst. Aber wenn du, guck mal, hier. Haben wir nicht mehr viel. Kannst du runterfahren, zack. Kompromisslos. Vom Damage war es gar nicht so viel. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Kills am Schluss gehabt. Aber gegen höherstufige Fahrzeuge, wenn du da einigermaßen Damage machst, ist es meistens ein Panzerass. Wenn du da noch ein paar Kills dazu hast, so ab 3-4 Kills wird es interessant. Das ist eigentlich der meiste Panzerass. Aber es war echt witzig. Vorher das vom Kong und der, jetzt guck mal, der war geil. Der war frech. Ja, den erinnere ich. Ist egal. Der war richtig frech. RNG war auf meiner Seite. Wenn das noch dazu kommt, ist Snapshot Joe nicht aufzuhalten. Wie gesagt, 2 Panzers hintereinander, das ist mir echt noch nie gelungen. Also das war geil. Da hinten ist noch der Klicker. Wenn ich weiß, wo ein Klicker steht, hält mich auch nichts mehr auf. Wenn ich irgendeinen rausnehmen kann, ist das eine wunderbare Tat. Ich glaube, den habe ich mir noch. Ach, die Phase, das ist auch so ein Ding. Hat sich mit mir ein Wettrennen geliefert. Ich habe mal links spekuliert, er rechts. Wer darf schmatzen? Dreimal dürfte raten. Ja, Snapshot Joe. Tut mir leid, Phase. Ich glaube, du musst erstmal die nächste Phase grinden. Ich finde die Dinger übrigens nicht so der Burner. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber wenigstens hat es da mal. Ich finde ihn trotzdem recht ordentlich. Und es hat da mal einen schönen Panzer gegeben. Ich glaube, das gab es für Frontline, gell? Ja. Für die Sucht dies. Und da habe ich gekippt. Ein paar Cap Points. Weil dann in links kommst du eh nicht mehr dran. Wie gesagt, keine besondere Runde vom Schaden. Dafür 4 Kills. Ein paar Cap Points. Höherstufig. Und Erik lebt noch. Nein, sorry. Und ja, dann, klar, gibt es einen Panzerass. Ne? Dann bin ich nochmal rausgefahren, damit sie den cashen können, weil ich finde es immer schade, wenn die Leute cappen und da fahre ich immer gern kurz raus. Bin ja kein Kameradenschwein. Gut! Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Schüsse gesehen. Wie gesagt, ich wollte mal wieder eine neue Folge mit meinem Patriot raushauen.
Und war mal wieder Zeit, war schon ewig keine mehr oben, gell? Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr rechts unten, da ist das Logo, könnt ihr abonnieren. Und wenn nicht, ist auch egal. Aber würde mich freuen und schaut nächstes Mal wieder rein. Jo, das war wieder mal eine neue Folge von Snapshot Joe. Also bis dann.